Hi und herzlich willkommen bei Staubitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen super leckeren Low-Carb Brownie Cheesecake, also einen Kuchen, in dem Brownie und Käsekuchenteig miteinander kombiniert werden, ganz einfach selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar bereiten wir zunächst den Brownie-Teig vor und für diesen gebt ihr 150 Gramm Kakaomasse oder alternativ Zart-Bitter-Schokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 85% oder Low-Carb-Schokolade zusammen mit 110 Gramm Butter in einen Topf und lasst beides unter ständigem Rühren schmelzen. Die Mischung füllt ihr anschließend in eine Rührschüssel um und rührt nacheinander zunächst 75 Gramm Mandelmus und 3 Eier ein. Zum Schluss kommen dann noch 60 Gramm gemahlene Mandeln sowie 100 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit hinzu. Und wenn ihr alles gut miteinander verrührt habt, ist euer Brownie-Teig auch schon fertiggestellt. Kommen wir nun zur Zubereitung des schnellen Käsekuchenteiges. Und zwar gebt ihr für diesen 300 Gramm Frischkäse, 100 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit, 2 Eier und wenn ihr mögt, noch ein wenig Vanilleextrakt hinzu und rührt anschließend alles zusammen ganz einfach glatt. Nehmt euch jetzt ein kleines Backblech. Meines hat die Innenmaße von ca. 21 x 25 cm. Legt dieses mit einem Backpapier aus und verteilt zunächst den Brownie-Teig gleichmäßig in der Form. Jetzt kann auch schon die Käsekuchenmasse über den Brownie-Teig gegossen werden. Ja, und um schließlich ein marmoriertes Muster in eurem Brownie-Cheesecake zu erhalten, nehmt ihr euch nun am besten eine Gabel und geht mit dieser kreisförmig durch beide Teigschichten. Gebacken wird der Brownie-Cheesecake dann bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 35 bis 40 Minuten. Nach dem Backen lasst ihr euren Kuchen dann am besten in der Form ein wenig abkühlen und hebt ihn dann anschließend mit Hilfe des Backpapiers aus der Form. Ja, und dann ist es natürlich auch direkt an der Zeit, diesen absolut hammermäßigen Kuchen anzuschneiden und zu genießen. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de nachlesen und ausdrucken. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Rezept gefallen hat und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!